Hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. In der letzten Folge sind wir ja hier ein bisschen gescheitert, sind gar nicht durchgekommen. Nun habe ich mir überlegt, lass uns doch mal den Genichiro, oder wie der heißt da, in der Ashina-Burg erstmal machen. Ne? Ist nur die Frage, wo müssen wir da hinreisen? Da ist ganz zum Anfang Vorzimmer oder ein Dojo? Schrein der Schlange? Nein. Auch nicht, auch nicht. Oberer Turm im Dojo oder im Vorzimmer? Wie kamen wir da nochmal hin? Im Dojo, ne? Dann nehmen wir den als nächstes. Mal gucken, ob wir da was ausrichten können. Da ist noch eine Erinnerung, die wir wohl schon mal angeguckt hatten, ne? Emma-sama, sagt mir, was hat den Zustand dieses Mannes besorgt? Das ewige Wasser, so wird es genannt. Wollt ihr sagen, das ist Ashinas Geheimwaffe? So ist es. Wer es trinkt, stirbt nicht vollständig. Genau genommen überhaupt nicht. Und noch etwas. Das ewige Wasser. Es entspringt dem Drachenblut, nicht wahr? Ja. Emma-sama, ich glaube nicht, dass das Drachenblut heilig ist. Im Gegenteil. Im Gegenteil? Ja. Da ging es runter. Haben wir unten schon mal geguckt? Ah ne, wie kam er von unten damals, ne? Und da kamen wir hier in diesen Dojo rein. Und da war doch hier dieser andere komische Typ, der... Was ist hier nochmal? Nichts kaputt machen. Einst lauerten Geister in den Ländern Ashinas, ihre Blitze stammten. Ja, das kennen wir schon, gut. Ja, hier waren wir schon mal. Ja. Hier durch, ne? Und dann kam doch gleich wieder welche angeflogen. Ich glaube, da oben. Mikrofon, bisschen schnaufen hier. Nee. So. Leicht verschnupft und dann im Sommer. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? So. Da unten bei der Brücke waren wir schon, da ging es irgendwie zu Schlange, ne? Da war der Tempel mit der Schlange. Schlangentempel oder sowas. So, hier kommen wir zu Genichiro. Und zu Emma. Ja. Und unser kleiner Lord steht auch da. Oh. Ja, Feuerwerk haben wir ausgerüstet. Stern und Bogen. Ich weiß nicht. Na, wir werden testen, ne? Da werden wir eh erstmal kläglich scheitern. Auf alle Fälle. Der ist auch ein harter Brocken, der uns da den Arm abgehackt hat, der Genichiro. Zumindest werden wir immer da unten bei der Schnellreisefigur sterben. Ist schon mal gut. Ich trau mich nicht. Das ist Abwehren. Ja, gut. Naja, was soll's, ne? Achso, falsche. Handhaltung, so. Wie geht es meinem Großvater? Weiß ich nicht. Ishin-sama ist... Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Ein Wunder. Ist es das?
Göttlicher Erbe, ich frage euch erneut. Lasst mich den Unsterblichen Eid leisten. Den wollen wir leisten. Wir wollen unsterblich werden. Das kann ich nicht, Genichiro-sama. Euer Sieg damals bedeutet nichts. Er wird sein Leben riskieren, um mich zu retten. Denn er ist mein Shinobi. Na, da sind wir schon. Kurosama, ich bin euretwegen hier. Ich brauche nur einen Moment. Naja, einen Moment? Wir brauchen ein bisschen länger. Verstehe. Solange du am Leben bist, kann das Drachenblut nicht mein sein. Genau. Deswegen werden wir gleich sterben. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Hey! Aua! Oh, das ging aber fix, ne? Ja. Die Macht des Drachenblutes. Dann werde ich dich ebenso oft töten, wie es nötig ist. Hey! Alter, was ist der? Wie ist er denn drauf? Von Ashina. Naja, gut. Ja, doch kein Ziel erfasst, ne? Da war ja sofort bei uns, der Typ. Ob wir das überhaupt hinkriegen? Wie machen wir? Nee. Lass uns dann mal gleich reinmachen. Feuerwerk, wir testen mal Feuerwerk aus, ne? Vielleicht hilft das ja was. Aber die sind Geistesymbole auch hier schnell weg. Müssen wir dann natürlich eigentlich jedes Mal an, wie kannst du auch unterbrechen, ne? Oder überspringen, oder? Wo ist das hier? Wie geht es meinem Großvater? Ishin-sama ist... Achso, okay. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Hey! Auch runterfallen? Weiß ich gar nicht. Oh, ich wollte gerade eine Flasche nehmen. Bist du doof? Die Macht des Drachenblutes? Dann werde ich dich ebenso oft töten, wie es nötig ist. Hey! Okay.
Halte! Für den Ruhm von Ashina. Das wird auch eine längere Geschichte. Aber wie können wir ihn ja da unterbrechen? Mit dem Feuerwerk? Mit dem Feuerwerk können wir unterbrechen. Da können wir, glaube ich, erstmal einen Ichimonjira-Frau, ne? Zum Glück sind hier keine Gegner. Oh. Jedes Mal, dass wir da uns ja hochkämpfen müssen. Okay, können wir gleich unterbrechen, ne? So, und wieder. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Ja, einmal umsonst, einmal umsonst. Hä? Oh. Aua! Nee. Drecksack. Die Macht des Drachenblutes, dann werde ich dich eben suchen, wie es nötig ist. Lass mich in Ruhe. Den Ruhm von Ashina. Okay. Einmal versuchen wir es noch. Weil so viel Zeit haben wir, glaube ich, noch. Ja. Das wird auch eine längere Geschichte werden. So, wir haben Feuerwerk. Was könnten wir überhaupt reinpacken? Den Stern, bringt der was? Zum Ablecken? Das können wir erstmal rausnehmen, so. Da haben wir nicht so viel zum Durchschalten, ne? Göttliches Konfekt haben wir eigentlich genug. Dann lassen wir das mal drinnen. Da haben wir auch genug. Ja, Kügelchen haben wir genug. Wir können aber bloß mal 3 mitschleppen. Ist ja das Fatale. So. Was ist, wenn wir das jetzt nehmen und dann rüberspringen? Von der Zeit her. Ist sie noch aktiv? Kämpft, nicht. Shinobi. Er ist noch aktiv. Ich hätte nicht gedacht, dass sie uns noch einmal wieder. Oh, ja. Weg. Was machst du denn für einen Scheiß, Terra? Macht des Drachenblutes, dann werde ich dich eben so oft töten, wie es nötig ist. Ich will weg. Für den Ruhm von Ashina. Ja, für den Ruhm von Ashina. Der ist doof. Den mag ich nicht.
Mann, Mann, Mann. Okay, das göttliche Konfekt bleibt uns erhalten. Wir müssen da bloß vorher nochmal umschalten auf den Stern. Lassen wir jetzt mal drinnen. Mal gucken, ob der Stern unterbricht. Ich glaube zwar nicht, aber naja. Man hat auch kaum Zeit, ne, um da irgendwas zu machen. Wie geht es meinem Großvater? Also für Tipps kämpft, und Tricks bin ich gerne... Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Darf nicht an der Tür hängen sein. Schon tot? Ich hatte das Gefühl, so oft hat er uns gar nicht getroffen. Die Macht des Drachenblutes. Dann werde ich dich eben so oft töten, wie es nötig ist. Lass mich in Ruhe. Für den Ruhm von Asche. Ja. Aber ich glaube, die Zeit haben wir schon wieder erreicht, ne? Bin mir nicht so sicher. Wir haben göttliche Hilfe, zum Glück. So. Jede Mal. Der Speer vielleicht. Den könnten wir ja auch mal ausprobieren, ne? So. Weiß nicht, haben wir jetzt genug? Ach komm, einmal versuchen wir es noch. Und dann. So viel Zeit haben wir noch. Also unsere Sterne, die blockt da ab. Die brauchen wir nicht machen. Machen wir wieder göttliche Hilfe rein. Hier. Konfetti. Ja klar, komm. So. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Hey, ich bin nicht so schnell wie du. Schon den Ruf von Ashina. Der macht ja Kleinholz aus und schnitzt da durch die Gegend. Okay, jetzt machen wir erstmal aufhören. So. Ja, also für Tipps und Tricks bin ich gerne zu haben. Das wisst ihr. Der Speer, der scheint aber auch nicht viel zu bringen, ne? Denn das Feuerwerk, damit kannst du ihn zumindest unterbrechen. Das versuchen wir gleich mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und wie gesagt, Tipps und Tricks, ne? Könnt ihr gerne abgeben, aber denkt dran, wenn ihr schreibt, dann kann ich erst umsetzen,
wenn ich dir nächste, wenn ich denn das, wenn die Folge hier hochgeladen ist, ne? Und ich nehme ja noch ein paar Folgen auf, damit ich die Woche voll kriege. Okay, also in diesem Sinne, genießt das Wetter, bleibt gesund, bis dahin, euer Terra. Ciao!